Hallo, hier ist wieder Christian von der Erntetour. Heute ist das zweite Mal, 2018. Und ich bin heute in Mötzow, in der Nähe von Brandenburg, in Brandenburg. Und wir sind hier bei der Mairübchenernte. Neben mir steht Martin Koschka. Martin, erzähl uns doch mal kurz, was das für wunderschöne Früchte sind, die wir hier aus dem Boden geholt haben. Wann erntet man die? Wann sät man die? Wir haben ja keine Ahnung. Erzähl mal. Also die Mairübchenkultur, wie es der Name schon sagt, beginnt eigentlich im Mai mit der ersten Ernte. Die Rübchen werden gesät Anfang März, je nach Witterung. Und wir brauchen ungefähr 6 bis 8 Wochen, bis wir die Mairübchen ernten können. Und die sind dann so groß, und so groß sind die auch schmackhaft. Es gibt ja welche, die sind noch größer, oder? Ja, das ist so. Aber wir sagen eigentlich, es gibt die Dreierbunde und es gibt die Fünferbunde. Umso kleiner die Rübchen sind, umso zarter schmecken sie. Okay, kannst du mir erzählen, wenn ich sie jetzt im Supermarkt kaufe, worauf muss ich achten, wenn ich die erwerben will? Also erstmal entscheidendes Kriterium ist natürlich die Blätter. Daran erkennt man die Frische des Mairübchens. Ja? Wenn die Blätter richtig straff sind und nicht schlaff runterhängen, daran erkennt man die Frische. Ja. Und Des Weiteren erkennt man es natürlich auch an der Rübe selbst. Ne? Sie muss frei von Beschädigungen sein, sie sieht glänzend aus und weist auch keine Druckstellen auf oder ist weich. Okay, also Ernte ist von Juli bis? Von Mai bis Anfang Frost. Ja, daher, Mairübchen im Juli, so ein Quatsch. Das ist ja nicht Juli-Rübchen. Also, ich komme mal rüber. Da haben wir nämlich noch jemanden am Tisch. Jetzt kommen wir nämlich zum Höhepunkt. Jetzt wird nämlich gegessen. Wir wollten nämlich mal wissen, wie schmeckt denn so eine Mairübe eigentlich? Wonach schmeckt sie denn? Wer bist denn du überhaupt? Ich bin Isabel Thiermann und bin hier Betriebsleiterin auf den Domstiftsgütern Brandenburg. Und du hast uns hier was Tolles mitgebracht. Ich bin sehr gespannt. Also, wir haben hier hinten einmal gefüllte Mairübchen. Das heißt, wir haben das Mairübchen zuerst ausgehöhlt, dann blanchiert und mit einer Paste aus Tomaten, Semmelbröseln, Mozzarella und gehackten Oliven gefüllt und diese dann überbacken mit Mozzarella-Käse. Dann haben wir da vorne einmal Mairübchen-Salat. Dabei wird das Mairübchen einfach in Streifen geschnitten, blanchiert. Und dann mit Essig, Öl, Salz, Pfeffer und ein bisschen Zucker abgeschmeckt. Am liebsten esse ich selber aber das Mairübchen einfach pur, denn das schmeckt super saftig und ist dadurch richtig lecker. Dann machen wir jetzt mal die Probe aufs Exempel. Sieht aus wie Rettich, ist aber keiner. Sehr saftig, riecht, duftet ein bisschen danach, ne? Wenn man dran riecht. Ja, also das Mairübchen ist ja auch eine Rettichart, nur nicht ganz so scharf. Ich habe gelesen, da sind Senföle, sorgen dafür, dass sie eine leichte Schärfe hat. Aber vor allen Dingen, sie ist irre saftig. Ne? Braucht man wahrscheinlich viel Wasser für, oder? Gute Frage. Ja, die Bewässerung ist natürlich sehr wichtig bei den Mairübchen, ja. Gerade dieses Jahr bei der anhaltenden Trockenheit ist es für uns ganz wichtig, die Rübchen ausreichend mit Wasser zu versorgen. Prima, und jetzt machen wir aber das Wichtigste. Jetzt machen wir mal eine kurze Kostprobe natürlich. Also Mairübchen sehr zu empfehlen, sehr frisch. Fangen wir mal hier mit dem Krautsalat an. Ich greife mir jetzt hier einfach mal. Haben wir noch eine Gabel? Wir haben noch eine Gabel. Also ich versuch's mal und ich gebe dem Martin dann einfach meine. Das hat ja fast die Schärfe verloren, aber immer noch ein bisschen davon. Es ist total lecker mit der Petersilie da drin. Wo gibt es denn eigentlich das Rezept dazu? Online auf der Website der BVEO. Deutschland, mein Garten. Guck da einfach nach. So, jetzt Martin, vielleicht bist du mal so nett und zerteilst uns mal gerecht ein der Mairübchen, dass jeder mal was hier zum Kosten hat. Boah, ey. Mann, das ist ja schon Mittagszeit. Ich nehme das jetzt mit der Hand. Zack. Guck mal, so lecker sieht es aus. Ich fange natürlich nicht an, vorher zu essen, sondern ich warte jetzt, bis jeder was hat. Und dann geht's los. Ja, beißen wir mal ab. Guten Appetit.
Super, 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 Kinder. Müsst ihr nachkochen. Wisst ihr jetzt, wo das Rezept ist? Vor allen Dingen nicht mit vollem Mund sprechen, nicht wahr? Also, dann winken wir nochmal und sagen Tschüss und bis bald.